Stolz, das ist das Gefühl von einer grossen Zufriedenheit mit sich selber oder anderen. Von einer Hochachtung seiner selbst, sei es von der eigenen Person, sei es in ihrem Zusammenhang mit einem hochgeachteten bzw. verehrten Ganzen. Ich betone hier Ganzen und meine hier damit die Lichte-Flammen-Klappen-Abteilung. Geschätzte Stabsmitarbeiter, werte Batteriekommandanten, Offiziere, höhere Unteroffiziere, Unteroffiziere und Soldaten von der Lichte-Flammen-Klappen-Abteilung 9 in den Konfliktregionen und entlang der Migrationsroute nicht möglich. Die Bilder von Elend und Chaos an der europäischen Grenze begleiten uns seit Monaten. Die Schweiz ist von dieser außerordentlichen Migrationssituation bisher im Vergleich zu unseren Nachbarländern bisher wenig betroffen. Die internationale Lage hat sich leider nicht verbessert und mit stabilen und wärmer werdenden Wetterbedingungen ist nicht auszuschliessen, dass die Schweiz in diesem Jahr mit grossen Migrationsströmen konfrontiert wird. Es ist möglich, dass zivile Behörden wie das Grenzwachtkorps, das Staatssekretariat für Migration und das Bundesamt für Gesundheit zur Bewältigung von einer solchen außergewöhnlichen Migrationslage auf die Unterstützung durch die Armee angewiesen ist. Die Armeeführung hat entschieden, eine zeitliche Beschreibung von einzelnen Gruppenkörpern aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen die gestaffelte Bereitschaft sicherzustellen. Die Lichte-Flablenkwaffenabteilung 9 ist sogenannte Second Responder. Das bedeutet, falls kurzfristig und überdurchschnittlich fast zunehmende Migrationswellen sich in Richtung Südschweiz bewegen, wir zwecks Unterstützung vom GWK ins Tessin dislozieren werden. Vergangene Wochen als im KVK hat mein Stab unter einem enormen Zeitdruck eine Eventualplanung an Lacken erstellt und unser Ausbildungsprogramm von dieser Woche entsprechende Vorgaben vom Führungsstab der Armee an einen allfälligen Einsatz angepasst. An Lacken ist unter anderem der Name vom Operationsbefehl für einen eventuellen Unterstützungseinsatz von der genannten zivilen Behörde. An Lacken bedeutet Wach, Lächeln, pflichtbewusst. Also alles Adjektiv, das auf die Lichte-Flammen-Klappen-Abteilung 9 bis dato zugetroffen haben. Geben wir uns das Beste, dass dem auch weiterhin so bleibt. Nebst den genannten Eigenschaftswörtern sind wir auch flexibel. Es war nicht vorgesehen, dass unsere Dienstleistung zu einem späteren Zeitpunkt anfängt. Es war nicht geplant, dass die Standartenübernahme hier auf dem Dorfplatz in Bonaduz stattfindet. Am vergangenen Donnerstag anlässlich der Standartenbegehung mussten wir feststellen, dass die für uns reservierte Wiese bei der Kapelle Paspels aufgrund der andauernden Niederschläge nicht benutzt werden kann. Unsere Flexibilität ist unter Beweis gestellt worden. Dank dem grossen Verständnis und der Hilfsbereitschaft der Gemeinde Bonaduz haben wir in der Kürze einen anderen Durchführungsort finden, nämlich hier auf dem Dorfplatz. Mein besten Dank an die Gemeinde Bonaduz. Ich darf also mit gutem Grund, wie ihr auch, stolz sein. Haben wir in den vergangenen Jahren mit unseren Einsätzen zugunsten weg, Abaco und nicht vergessen, Stabanten, etwas Besonderes, anerkennenswertes geleistet. Vielleicht sogar etwas Zukunftsträchtiges. So zukunftsträchtig, dass wir unter Umständen für einen Einsatz an Lacken vorgesehen sind. Wir sind heute nicht in eine Schlacht, auch nicht in ein Krisengebiet. Wir halten uns aber bereit, einen Dienst für unser Vaterland, unsere Heimat, einen Beitrag zum Erhalt von Sicherheit und Freiheit zu leisten. Werden wir Neuner berufen, wir werden herheilen und unser Bestes geben zum Schutz, unserer Bevölkerung und auch um die Freiheit sicherzustellen. Halten wir uns also bereit, in den Süden der Schweiz zu verschieben, halten wir uns aber auch bereit, allenfalls spontan Hilfe zu leisten, sollte die Wetterlage oder andere Begebenheiten das bedingen. Wir sind da, um Dienste zu erbringen. Geschätzte Anwesende, jetzt wird sehr sachlich und WK-Programm fokussiert. In dieser Woche findet mit Schwergewicht die Ausbildung für das Erstellen von der Einsatzbereitschaft für die Unterstützung vom GWK statt. In der zweiten Woche konzentrieren wir uns auf die Ausbildung im Kernprozess und günstige Voraussetzungen für das Bestehen der Zertifizierungen in den diversen Fachbereichen zu schaffen.